immer weiter mähen. Weißt du, was lustig ist? Mittlerweile, nur durch eine kleine Investition, sind wir schon 4 Folgen schneller als vorher. Wie jetzt? Schneller hier? Ja, das heißt, wir müssen mehr machen. Wir müssen im Let's Play mehr zeigen. Ach so. Um auf Content zu kommen, leider. Ja, ich glaube eh ab Folge 100 schaffen wir nicht durch, ne? Wie viele Folgen wollen wir da überhaupt machen? Keine Ahnung. Ja, bis wir die Slots-Anzahl mal erreicht haben oder so. Dann steht ja noch Grounded an. Oder offen. Was war das schon wieder? Mit den Ameisen. Und Spinnen. Stimmt. Mittlerweile sind 2 neue Updates rausgekommen. Mittlerweile. Mit neuem Content. Oh. Ist zwar immer noch in der Version 0.12. Also Early Access, das glaube ich, das wird niemals aus dem Early Access rauskommen. Nur es gibt Spiele, die sind immer so. The Forest war auch ganz lange im Early Access. Ist doch immer noch, oder nicht? Nein, mittlerweile Vollversion und es sollte ein zweiter Teil rauskommen. Ich habe The Forest mal gespielt vor etwa 6, 7, 8, 10, 20.000 Jahren. Ja, das haben wir zusammen gespielt mit unserem Real-Life-Kollegen noch. Wir haben Real-Lives, oh mein Gott. Ich habe sogar noch ein Bild, wo wir Hände und Füße getrocknet haben. Weil das die einzige Nahrungsquelle war. Stimmt, da habe ich ja total oft, ja. Das war damals so verbuggt, bin ja in einem Dungeon stecken geblieben, bin nicht mehr rausgekommen. Keine Ahnung mehr. Oh Mann, ich hatte Angst. Wir haben das mal die ganze Nacht durchgespielt. Und ich hatte dann nachher Albträume. Das Spiel mich so creepy für mich war. Das waren Zeiten, als man einfach mal durchspielen konnte und keine Verpflichtung mehr hatte. Bis so ein Lehrer auf die Idee kommt, pro Schultag kann ich euch 8 Stunden Hausaufgaben geben. Ihr habt ja Wochenende, da braucht ihr jeden Tag 8 Stunden Hausaufgaben. Ja. Ja, dann pro Fach, oder? Ja, am liebsten wäre es ihm schon gewesen. Wenn er aber nur 2 Fächer geht, dann kann er nur 16 Stunden geben. Hm. Nee, der Typ war eigentlich schon genial, aber eben mit solchen Sachen. Naja, gibt andere Sachen. So, ich bin fast durch. Ja, ich auch. Tatsächlich. Im Kopf bin ich schon lange durch. Ja, gut. Das glaube ich jeder durch. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Dieses Lied noch mal. Ja, so. Bin fertig. Fix und fertig. Mittlerweile mache ich die Breite von 3 Rasenmäher. Oder du siehst das, wie ich hier schön Rasen kloppo. Ich bin Jürgen Kloppo. Haue auf den Popo. Helfer I wurde manuell gestoppt. Keine Ahnung. Irgendwas falsches habe ich wieder geklickt. Ja, du willst auf den Popo. Ja, ja. Von Popo. Jürgen Hallo. Kloppo. Creeper. Hallo, guten Tag, wie geht's so? Hi, hi. Willst du auch von Jürgen auf den Kloppo? Oh mein Gott, Patrick, bitte. Da gibt's Probleme hier. Twitch ist nicht der richtige Ort, um Dinge so zu besprechen. Wow. Ich glaube schon nicht, eventuell. Was ist auch für Zeit? 21:52 Uhr. Dürfen wir schon andere Themen ansprechen oder noch nicht? Keine Ahnung.
Ah, wir haben ja keinen Partnervertrag. Das. Keine Ahnung, ob das. Wir können morgens um 6:30 Bier saufen oder was? Kann man überhaupt hier irgendwie so einen Alkoholstream machen? Musst du, glaube ich, einfach kennzeichnen. Ach so. Reicht nicht, wenn wir zwei besoffen davor sitzen? Also generell halt. Das muss doch schon funktionieren, oder? Leider ist der Algorithmus noch nicht so programmiert, dass wenn er unsere Gesichter sieht. Ah ja, FSK 18. Ne, wir können einfach das G18 einschalten und dann. Naja. Du machst hier schöne Felder. Du auch. Generell halt. Eventuell. Stell dir vor, du bist ein Bauer und flirtest mit einem Ja. Mädel, das sagt dir, oh, machst du aber schöne Felder, ne? Die Felder machen sich von alleine. Oder so. Ich will dir Naja. sagen. Übrigens, guck mal, die Kohle geht immer nach oben. Also, du hast da recht viel abgeladen, ne? Ja, das wird noch eine Du Weile hast dauern. keinen Zugang zu diesem Land. Ich würde dir sagen, Mädel, ich war gerade so geil, Groban, aber du bist noch geiler. Ich sag mal, kein Kommentar dazu. Da wird mir, ja, gehen andere Dinge nach oben. Ah, bei dem kann man keinen Motor ändern. Schade. Was willst du mit Motor ändern? Hallo? Ich will mehr Leistung in diesem Motor. Dann pimp ihn ab, dann kauft doch gerade Elektro-Tracker hier. Der hat fast kein PS. Der Elektrotrecker. Ich brauche mindestens 400 PS. Gibt's denn überhaupt im Spiel sowas? Ein Elektro? Ja. Ja. Keine Zugkraft wahrscheinlich. Weil die Deppen das nicht fertig bringen, sowas zu konstruieren. Warte mal, Kompakttraktoren. Einer mit 80 kW. Wow. Es. Das ist ja ein PKW, mehr nicht. SKE Elektrik, dann gibt's. Das ist ja nur, also mit 80 kW, wirklich? Kilowattstunden. Ja. Also, der wird nicht mal mit PS angeschrieben. Ja, das ist klar, das ist klar. PS ist eh veraltet, von dem her. Also, Also, in der es reinen, in gibt. der. Genau. Im Standardspiel ohne Downloads einen Elektrolast-Traktor. Und da nur 80, ja, wow. Das ist ja echt wenig. Also zum Vergleich gesehen ist es schon ein bisschen, ja, mau. Ey, dieses Pöttinger-Ding, das ich jetzt da gerade fahre, das will ich kaufen. Das will ich nicht nur mieten, das ist ja Was hast denn du gerade? ein Ballenpresser, der gleichzeitig die Ballen nachher wickelt. Hatten wir Digga. das nicht schon oder bin ich Nee, gerade wir jetzt hatten zwei Geräte im. dafür, einen Presser und einen Wickler. Alles klar. Und der ist. Oh, der ist ultra sick. Warte mal, Till, ich komm zu dir, ich zeige ihn dir. Guck Ich dir habe schon wieder dieses lange 1, 2, Gefährt an. 3, 4 oder 5. Junge, kannst du hier gerade anfangen? Ich bin hier auch gerade dran. Warte mal. Schau dir dieses lange Gefährt an. Ja, lang ist das nicht. Ich brauche hier einen längeren. Oh nee, bitte nicht. Und breit ist auch noch. Auf die Breite kommt's an, nicht auf die Länge. Ja, wenn du das Ding halt 90 Grad drehst, dann ist es auch extrem breit. Also in dem her. Ich sage mal nichts, das Ding, Ich die habe Kohle geht immer 18 nach Zoll in oben. der Hose und du so? Ein Doppelmeter. Aktuell gerade eingeklappt. Egal ob 2 Meter lang, ob 2 Meter breit, Hauptsache geht rein. Man muss immer vorbereitet sein. Ne? Man weiß nie, wann die Frau ein neues Möbel will haben. Da musst du den Doppelmeter immer bereit haben. Egal in welcher Lage. Also, ich benutze schon einen Meter, der 3 Meter ist. Ja gut. Das ist ja ausfahrbar, ne? So ein Rollmeter halt. Nein, kein Rollo. Kein Rollo für den Kloppo.
Junge, du bist ein bisschen langsam. Ich bin hier schon wieder. Willst du auch noch so ein Gerät mieten? Nö, miet nicht, kaufen. Das kostet 99.000. Ja, komm, so viel wir jetzt abgeladen haben. Also, wenn wir es so weitermachen in dem Tempo, dann kriegen wir das Gras ja gar nicht mal verkauft. Doch, doch. Ich hab's beim Viehhandel. Beim Viehhandel kann man. Das Geld geht ja immer noch nach oben. Das ist ja auch gut so, aber du kannst auch beim Viehhandel direkt dann. Weil wenn die Biogasanlage ausgelastet ist, dann kannst du einfach dort abladen. Das würde auch gehen. Ja, das kompliziert das Ganze, ne? Du hast keinen Zugang zu diesem Lande, dann kaufst. Soll ich dann nachher als nächsten Schritt noch ein Land kaufen? Nö, wir sind ja dran, wir müssen die Millionen scheffeln, ne? Also willst du zuerst die Million haben? Also die 1,5 Millionen? Oder? Können wir in Aktien investieren oder? Nein, leider nicht. Können wir Anteile kaufen und so gesehen Anteilinhaber werden? Wir müssen nicht arbeiten, kriegen aber Geld von anderen? Nein. Ach, Scheiße, was kann ich im Spiel? Arbeiten oder was? Du kannst ein Windkraftwerk, das dir Strom produziert, machen und mit dem Strom verkaufen. Das wäre was. Passiv. Ja, das können wir machen. Das sieht scheiße aus. Komm, Feld kaufen und alles Windräder drauf. Lieber eine Halle, wo wir die Geräte drunter machen können. Aber warte mal kurz, du hast mit gesagt, Solar-Pens. Das sieht scheiße aus, oder? Es sieht scheiße aus. Mhm. Das funktioniert nicht. Übrigens, wir sind ja, die Leute, die es nicht wussten, in der Schweiz. Und irgendwie jemand ist im Bundeshaus, keine Ahnung was, Vorsitzender, Vorstand XY von irgendwie Solar Schweiz. Und dass wir, die Schweiz, im Jahre 2050, ne, nicht 15, das war ja vor ein paar Jahre her, 2050 CO2-neutrale Energie haben, also keine Kohle, keine Gas, nichts, ne? Und ich weiß nicht, ob das auch Kernkraftwerk ist. So gesehen, wie ich gehört habe, Solar, Wind und Wasser. Die drei Dinger. Dann müssten wir Solar- und Windkraft dreimal mehr, also mehr ausbauen, beziehungsweise bauen als jetzt schon. Und jetzt kriegen irgendwelche Parteien schon die Krise, wenn darum geht, wir bauen so ein Kraftwerk oder ein Kraftwerk, ein Windkraftwerk irgendwo hin. Ja, es sieht nicht schön aus, es ist verpisst. Ja. Ey, also sorry, aber es muss immer schön aussehen, es muss gut sein. Kennst du den aus Amerika, dass eine Supermarktkette wie bei uns Coop, Migros, Edeka, Rewe, man kennt sie, ihre Dächer nutzt, um Gemüse anzubauen? Was ihnen, also zum einen können sie Gemüse selber anbauen, zum anderen wird die Erde, also die Erdschicht, die da drauf ist, wirkt dämmend, wärmedämmend, isolierend, wodurch sie ihre Ladenfläche weniger heizen und kühlen müssen. Jetzt stellt euch vor, wir würden wirklich jedes fucking Dach mit irgendwas Nachhaltigem, sei es mit Bäumen, mit Pflanzen, mit Solarpanels vollstopfen, wir hätten die Energieprobleme gelöst. Ja, es ist ein Problem von ich weiß nicht wem, das nicht schön aussieht. Ey, es ist doch scheißegal, ob das gut oder weißt du, wie viele Anfragen ich von Architekten kriege, wo ich denke, Junge, bist du eigentlich komplett auf den Kopf gefallen? Du hättest hier die Funktionalität alles erfüllt. Ja, aber das sieht nicht schön aus. Die Farbe passt nicht. Kein Mensch juckt die Decke in einem Spalt, wo es dunkel ist, welche Farbe sie hat. Kein Mensch. Doch. Ihn. Genau, der Architekt. Ja, aber dann denke ich mir so, alter Bruder, ey, muss das jetzt sein? Musst du es jetzt so kompliziert machen? Es wäre doch so einfach. Mit ein bisschen gesunder Menschenverstand. Nein, das passt nicht. Geht nicht. Okay, du bist Kunde. Machen wir so. Aber ich habe dich gewarnt. Ein halbes Jahr später. Ja, jetzt müssen wir das wieder ändern. Sieht zwar nicht schön aus, aber ist halt so.
Dann denkst du dir, ja, siehste, bitteschön. Ich hab's ja gesagt. Weißt du, wenn ich Architekt wäre, ich glaube, ich hätte die Krise. Und du wärst genau auch so. Also ja, klar, aber. Schau, weißt du, wie oft sehe ich Gebäude, die denkst du, die sehen so kacke aus, die passen einfach mega nicht rein in das Konzept. Aber der Architekt hat es schön gefunden. Es passt überhaupt nicht ins Landschaftsbild. Stell dir vor, du würdest jetzt hier einen Wolkenkratzer hinbauen. Einfach gut, nur, oder? Weil du es kannst. So angenehm. Sowas. Ohne Funktion, ohne Brain, ohne nichts. Und du hättest anstatt einen Wolkenkratzer aus Glas und Beton und Stahl, hättest du einfach hier vielleicht ein Holzschalet oder so hinbauen können. Mit der genau gleichen Funktionalität. Und es würde schöner aussehen. Aber nein, weil es Monsieur Architekt nicht gepasst hat, wird das nicht gemacht. Was willst du tun? Kannst du sagen, wir sind in einer neuen Runde. Nächstes Glück, nächste Welle. Ne? Ich hoffe, die sieht schön aus, ne? Ja. Dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Haut da rein. Tschüssi. Kollegen.